Ich habe ja mitbekommen, dass man Jesus auch missverstanden hat. Ich meine, ich will dich jetzt oder mich nicht mit Jesus vergleichen, obwohl ich den als Menschen und als Vorbild sehr schätze. Aber was man zum Teil aus ihm gemacht hat, das war nicht immer so schön. Und vielleicht war er sogar ein Verschwörungstheoretiker. Der hat doch vom jüngsten Gericht, was irgendwann kommen sollte, gesprochen. Da weiß ich nicht. Ist bisher noch nicht eingetreten, aber man kann es ja auch nicht widerlegen. Also insofern, ich glaube, wenn der wirklich, ich hoffe, ich trete da keinem zu nahe, ich will also niemanden, der jetzt sehr gläubig ist, damit angreifen. Ich könnte mir vorstellen, nicht nur Weihnachten, wenn es darum geht, ob er denn nun irgendwie aufgenommen wird, von wegen Krippe und so, dass die den heute alle angucken würden und sagen, der ist für Nächstenliebe und Vergebung und Verständnis und alles das, der ist ja komisch drauf, ne? Und ist gar nicht, und dann hat er auch noch da den, ist auch noch ein Antisemit. Er ist zwar selber Jude, aber hat doch da die Pharisäer und so kritisiert. Das ist ein ausgesprochener Antisemit. Naja gut, ich weiß, dass es Antisemiten gibt, aber für mich gehört dieser Begriff ja auch zu dem Thema, dass man den wahrscheinlich subsumieren müsste unter Rassismus insgesamt. Ich denke, das ist egal gegen welche Nation, gegen welche Religion, das ist ja Paragraph 3, Abschnitt 3. Ne? Das, ja, Vielfalt, die Vielseitigkeit, das ist doch eigentlich das, was unser Menschsein ausmacht.